Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 14 an irgendeinem Tag. Was machen wir denn jetzt mal? Hast du eine Idee? Also ich nicht so. Vielleicht, eventuell. Komm, dann machen wir mal was Specialiges, ja, pass auf. Kiesling bei uns sichern. So. Ach, halt. Ja, der spielt auch nochmal, ja. Was? Ja. Spiel an! Na, 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 na. Wir spielen mit. Okay, egal. Wir bleiben Heimtrikot und die bleiben. Ja, gut, komm. So, denen sollte es allen noch gut gehen und los geht's. Los geht's! Ey, ja, okay. Ah, wunderschöne Übung, ja, die kann ich. Auf jeden Fall. Rennen. Ich muss durch Hütchen rennen, was? Nee, kann nicht sein. Nee, Quatsch. Ich muss nur schneller sein als das Männchen da. Muss ich das umrennen? Ich glaub schon, ne? Ich hab gewonnen! Geil! Okay. Was ist denn das für ein Ball? Da war nur ein Bug. Okay. Und los geht's hier gegen Leverkusen. In echt hat Hamburg 4-2. Ja, genau, in echt, ja. Hoing Meng Song. Die kleine Sau, ja? Wo wir schon mal hier gerade gegen Leverkusen spielen, da kann man den Arsch ja auch mal erwähnen. Der hat. Ups. Egal. Der hat. Ja. Der war ja beim HSV, ja? Wissen vielleicht einige von euch, die das hier verfolgen. Der kommt vom. Warte. Ha! Gänsehaut. Das war nicht mal, oh Gott, Alter. Also wir kommen vom HSV, ja? Und normalerweise, wenn man gegen den Verein, von dem man kommt, ja? Gegen den Verein, von dem man kommt, Tore schießt, dann jubelt man in der Regel nicht. Was macht er? Also erstmal schießt er einen Hattrick, ja? Okay, gut. Merkwürdig, aber okay. Und der hat, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, hat er vor dem, also nicht unmittelbar vor dem Spiel, glaube ich zumindest nicht, hat er auf jeden Fall vor dem Spiel noch gesagt, wenn ich gegen den HSV ein Tor schieße, dann jubel ich nicht. Was tut der Arsch? Der jubelt sich die Seele aus dem Leib. Diese kleine Mutter. Ohne Witz. Jetzt mag ich den mal. Ich fand ihn mal richtig gut, den Typ. Ich fand ihn auch noch gut, als er dann bei Leverkusen war. Ich fand es zwar scheiße, dass er bei Leverkusen war. Oder ist. Aber. Oh, ey, ehrlich, das war so eine Scheißaktion. Genau wie die Flanke, Alter. Machst du nix. Ja, war fast angekommen. Aber ich wurde gehalten, hast du gesehen? Daran war es, ja. Auf jeden Fall, immer noch. Heiser, krank, was auch immer. Nimm ihm doch den Ball ab. Komm, was? Warum? Was taumelt er denn da durch die scheiß Gegend? Oh, ja, sicher. Sicher. Wir müssen mal wieder ein Spiel gewinnen, Alter. Wir sind so. Vor allem, du bist so schlecht, ey. Du schaffst ja nie was. Und beschwerst dich dann auch noch andauernd. Ja, nee, ist auch Spaß. So. Aber das Spiel eigentlich verloren, ja, ne? Lauf! Nein, zu spät! Okay, er hat ihn noch. Er hat ihn nicht mehr. Aber es wäre. Wenn er den kriegt, ich töte es. Was hat das da los? Was? Ist nicht lustig, wenn sich andere Leute verletzen? Nein. Quatsch, wie kommst du denn noch so? Anstatt den Pass einfach zu spielen. Nein. Ich muss erstmal komische behinderte Drehung machen und den Ball nicht richtig annehmen. Na guck mal, warum ist die Sequenz so lang? Was soll das? Das kostet alles Zeit. Kostet alles Zeit. Los jetzt, Alter. Geiler Schuss. So, komm schon. Alter. Das geht schon genauso behindert los wie in der letzten Folge. Ja, sonst noch Wünsche oder was? Keine Ahnung, das kam jetzt so aus dem Effekt heraus. Lauf, Schlampe, lauf. Okay, vielleicht wie wär's mit erst Ballbesitz und dann laufen?
Das ist eine gute Idee, ja? Komm, abseits. Abseits. Alter, was tut ihr denn da? Abschluss, 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 Abschluss. Ja, ich hab... Oh. Unfair. Schiedsrichter ist parteiisch. Ist ja Leverkusen-Fan. Oder Bremen-Fan. Guter Pass, guter Pass. Kontermöglichkeit. Alter! Dann wählt auch kein Spieler davon aus. Los, jetzt schnell. Schnell. Ich weiß immer noch nicht, ob wir 5 Minuten spielen. Lauf, Van der Vaart. Van der Vaart läuft nicht. Nein! Warum pfeift denn da kein scheiß Elfmeter? Nein! Oh Mann! Gute Chance. Ah, den hat er natürlich. Adler wäre wahrscheinlich zur Seite geglitscht und hätte ihn reingelassen. So, Flanke. Nein. Egal. Weiterhin Ballbesitz. Für den unglaublich geilen HSV. Einwurf für den unglaublich geilen HSV. Was? Ich hasse solche Einwürfe, ne? So, es klingt das Telefon. Ich hasse unseren neuen Klingelton. Ich hasse den. Ich hasse den. Jo, klar. Genau in Le Fuß. Ja. In Le Floyd. Aha. Oh Gott. Ja, komm schon rein. Alter. Ich verstehe die Tastendings nicht. Die Tastenhandhabung. Kapier nicht. Jetzt. Jawohl, ja. Ja, nein. Okay, ja, das war ein bisschen sehr optimistisch. Aber egal, ja. Ja. Scheiße. Ich bin gerade so ein bisschen... Was war das? Hab ich das auch gehört? Wenn nicht, dann war es... Nein. Okay, Konzentration. Nein. Konzentration, ja, Daniel! Krankheit. Scheiß die Wand an. Was war das? Na, egal. So, Halbzeitstände. Borussia Mönchengladbach liegt 0-1 gegen Nürnberg zurück. Schalke führt gegen Bremen. Ja. Was? Nein. Hannover führt 1-0 gegen Braunschweig und Wolfsburg und Dortmund. Aktuell. Da stand 1-1. So, nochmal auf die Uhr gucken. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, einfach so aus dem Effekt heraus. Ja, Van der Vaart, fast mit der Balleroberung. Aber leider. Haben sie sich den Ball zurückerobert. Oh Gott. Das war lustig am Schluss. Okay. Rajkovic auf Marcel Janssen. Auf Rincon. Ich erzähle jetzt jeden einzelnen Schritt. Rincon geht 5 Schritte und Dings und weißt du, Sound und so und keine Ahnung. Mann, hat schon wieder nicht geklappt, ey. Das ist echt frustrierend. Diekmeyer im Laufduell gegen Sam, der übrigens auch mal beim HSV war, ja. Der geht jetzt in Real Life, geht ja voll ab. Also. Zwei Dinge hintereinander, die ich komplett überhaupt nicht nachvollziehen kann. Was war das denn für eine Aktion von Adler? Verstehe ich nicht. Und dann, warum springt da so ein Behinderter am Ball vorbei? Ja, Janssen! Janssen! Ja. Janssen? Komm, das ist eine Chance! Fast! Ah, ganz knapp! Ah, hätte der Torwart sich nicht bewegt, oh, dann wäre er bestimmt reingegangen. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt, Alter, der will auch nicht den Spiel aus dem Herzen. Sehr schön, nein! Van der Vaart! Ja, komm! Ich drück hier Q ohne Ende und der wechselt den Spiel auch nicht. Egal. Jetzt gerade hat er ihn, ja?
Oh Gott, Rajkovic. Sehr schön. Boah, der Pass ging mal dann, wo er sollte. Boah, das ist ja unglaublich. Oh, der Ball war zu weit. Ah, eine schöne Idee, findest du nicht auch? Also ich fand die super toll. So, das war auch... Was? Was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Na, ich renne hinterher. Ich renne hinter der Ball. Da, da. Sehr schön. Guck mal. Ach, Fallerfahrt setzt sich durch. In die Mitte. Flanke kommt. Oder auch nicht. Ja, ein bisschen zu weit nach vorne, macht nichts. Komm, 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 lauf doch wieder! Lauf! Ecke, 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 ja, Ecke. Ecke, das war das Ziel. Das ist überhaupt das Ziel des ganzen Spiels, eine Ecke zu kriegen. Von der Fahrt. Mit der Ecke auf Rajkovic. Ah! Mann! Das war schön, das war mal schön gelöst. Ich bin gerade ruhiger, ja? Ich konzentriere mich. Ich darf das. Komm schon! Nein! Ah. Immer noch 0-0. Ich will nicht auf Offensiv gehen, weil ich glaube, dann verlieren wir. Und das ist nicht gut. Aber Van der Vaart im Ballbesitz. Warum rennt der Spacken nicht? Warum rennt der Spacken jetzt schon wieder nicht? Alter, keine Chance, irgendwas. Ah, warum rennt er denn da nicht weiter, ey? Das ist... Das Genius. So, das war... WTF! Warum rennt er dem Ball nicht entgegen, wenn ich sag, renn dem Ball entgegen? Diekmeier, 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 Diekmeier... Diekmeier. Lass doch gar nein! Ah, ah. So, jetzt Çalhanoğlu. Ah! Ah! Oh, ja, ja. Okay, okay, warte. Wir wechseln mal. Wir haben nämlich vorne ein klitzekleines Problem. Oh Gott. Van der Vaart muss raus. Der muss rein. Der muss rein. Und er muss auch raus. Wir sollten mehr wechseln. Der kann da spielen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon. Ein bisschen den Nick knacken. Und jetzt den Wechsel links überspringen. So, komm, mach was Gescheites da. Steh an. Alles gut. Und bei dir? Also ich spiele gerade hier gegen Leverkusen, ja? Das Spiel ist so geil. So spannend. Hast du? Nein, hast du nicht! Warum hast du den nicht? Warum hast du den nicht? Oh, Mano! Ja, es wird nur unentschieden, ich sehe das schon kommen. Oder eine Niederlage. Ja, ja, richtig, eine Niederlage. Stimmt ja, ist doch gut. Nein! Ha, guck mal, was ist denn das? Der steht direkt vor Adler. Der steht direkt vor Adler und trifft trotzdem den Pfosten. Wie trifft man denn so in der Situation den Pfosten? Ich meine, da trifft man auch den Torwart. Also, hätten wir wirklich beinahe noch verloren, aber mit Siegen ist das in den letzten drei Spielen, vier Spielen nichts. Ich weiß ja nicht mehr das Ergebnis von, Was willst du, Rudnes? Ja, bitte. Wir wollen ja behalten. So, warum jetzt so lange Pause? Ah, national, Mann. Oh, jetzt kommt das da. Wollen wir loben den mal? Ich weiß nicht wieso, aber die haben so viel geleistet. Ich finde, da muss man den mal loben. So. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich guck mal ganz kurz auf die Tabelle. Ah, 32 Punkte, Alter. Wir sind...
Genau, 16 Punkte dahinter. Wir haben die Hälfte der Punkte des ersten. Wo ist Bayern so dritter? Haha, lacht die Bayern-Fans aus. Und wir haben auch erst 12 Spiele, ja? Also, wir können noch bis auf 32 minus 19 Punkte rankommen, ja? Boah, ich will das jetzt nicht lassen. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, hoffentlich, wenn es wieder heißt, irgendwelche Let's Plays von uns. Mir, whatever, bis dahin, ciao!